Gesehen, wir müssen jetzt einen Lastwagen überholen. Ja, das Überholen mit dem Auto ist relativ schwierig. Ich glaube, jetzt können wir Kickdown geben. So unbedingt. Also einen Moment. Wir überholen. Ja, ja. Wir blinken. Wir sind auf der Überholspur. Es kommt einer, aber wir schaffen es. Wenn der wüsste, wie lange ich gehackt habe für das Überholmanöver. Holzhacken fürs Überholen? Genau, denn dieser senfgelbe Opel Kadett fährt mit Holzgas. Umgerüstet wurde er von Daniel Hagen, einem leidenschaftlichen Tüftler aus dem Thurgau. Das ist der Reaktor. Da innen wird das Holzgas hergestellt. Ja, das sind die Holzklötze und beißenden Geschmack. He? Genau, der Rauch schmeckt schon richtig. Ja, genau. Das Gas geht dann nachher durch den Filter, durch den Kühler, nochmal durch den Filter und wird vorne im Motor geleitet. Das Gas kommt hier ohne nie. Das ist der Ventilator, der mir das ansaugt zum Anführen. Geht nachher hier in der Vermischvergaser rein, wird mit Luft gemischt und geht dann im Motor und wird verbrannt. Vorläufig aber brennt nur etwas, Billeters Muskeln. Denn der Holzvergaser liebt vor allem Hartholz. Wie viel brauchen wir? Muss der Korb voll sein? Ja, also wir brauchen 25 Kilo Holz auf 100 Kilometer. Also da müssen Sie schon noch ein bisschen Gas geben. Also in dem Fall muss ich noch einen Gang aufschalten. Mit anderen Worten, 3 Kilogramm Holz entsprechen ungefähr der Energie von einem Liter Benzin. Stunden später. Der Einstein-Moderator hat etwa 30 Kilo Holz auf die optimale Größe zerkleinert. Daniel Hagen startet den batteriebetriebenen Ventilator. Dieser erzeugt im Reaktor einen Unterdruck. Mit einer Lunte wird nun der Herd angefeuert. Die Flamme muss ich etwa eine Minute einheben und dann macht die Luft, macht der Rest Zugluft, dort den Herd anführen. Etwa in 7 Minuten, kann man sagen, ist der betriebsbereit. 7 Minuten? Da bleibt locker Zeit für ein kleines Experiment. In diesem Reagenzglas sind kleine Holzsplitter. Mit einem Bunsenbrenner werden diese nun unter Sauerstoffabschluss erhitzt, entfeuchtet und vergast. Zurück bleiben Holzkohle und Holzteer. Das ausströmende Biogas kann für die Verbrennung oder als Antrieb für Motoren genutzt werden. Gleiches passiert bei Hagens Holzvergaser. Nur hier ist der Brenntest ein wenig spektakulärer. Keine Angst, liebe Fußgänger, so fahren die beiden nicht los. Das Gas wird in den Motor geleitet und dort gezündet. Nun kann der Kadett starten. Schon auf den ersten Metern kommt Jan Billeter gleich ins Staunen. Wenn man Gas gibt, dann muss man schnell einen Moment Geduld haben, bis etwas geht. Ja. Die Leistung ist beschränkt. Die Leistung von so einem Auto ist noch bei etwa 60%, wie wenn es mit Benzin fahren würde. Das ist von der eingeschränkten Leistungsfähigkeit vom Holzgas und vom zusätzlichen Gewicht, das man hat. Für das Fahren mit einem Holzvergaser braucht es mehr als einen Bleifuß. Der Generator ist jetzt auf Leerlauf gelaufen. Weil wir langsam abwärts gefahren sind. Jetzt einfach langsam beschleunigen, dass er wieder anfährt. Vielleicht ein bisschen weniger Luft geben. Mit der linken Klappe ganz aussen. Ja, okay. Und jetzt merken wir, jetzt kommt er wieder, oder? Jawohl, jetzt. Es zieht wieder an. Ja. Jetzt geben wir Vollgas. Jetzt kommen wir jetzt an die 60er-Marke her. Was könnte die Höchstgeschwindigkeit sein, die wir erreichen? Ja, also mit ein bisschen Schulung und Übung bringen wir einen 90er raus. Ein 90er? Ja, das denke ich schon. Ja. Sie überholt uns noch so eine freche Kneipe. Wie fahren wir ja schon 90 auf der Autobahn? Vor 2 Jahren baute der ehemalige Landmaschinenmechaniker seinen Holzvergaser. Grund war eine verlorene Wette. Die Technologie dazu kannte schon Hagens Großvater. Denn vor 70 Jahren waren Holzvergasermobile alltäglich. Die Einfuhr von Benzin wird von Tag zu Tag schwieriger. Mit den Reserven, die unser Land angelegt hat, muss äußerst sparsam umgegangen werden. Der Verkehr ist auf das Äußerste beschränkt worden. Und immer dringender sucht man nach der bestmöglichen Lösung des Problems der Ersatztreibstoffe. In der ganzen Schweiz verfolgen Techniker, Chemiker und Industrielle die Aufgabe, den besten und ökonomischsten Ersatztreibstoff zu finden. In besonderen Fabriken werden bis im August 1600 Lastwagen umgebaut, um mit Holzgas fahren zu können. Aber auch die Tourenwagen, deren Dienste für die lebenswichtigen Industrien und für die Landesverteidigung unentbehrlich sind, sollen wieder dem Verkehr zugeführt werden. Und auf der Straße finden die theoretischen Versuche ihre praktische Bestätigung. Nach und nach wird der Benzinmangel erfolgreich bekämpft werden können. Jetzt schon verkehren in den Straßen Zürichs die ersten Autobusse, die mit Holzgas betrieben werden.
Und wenn die Schweiz je ganz auf den Benzinimport verzichten müsste, wird sie sicherlich innerhalb ihrer Grenzen den Ersatz finden, der die schlimmsten Auswirkungen des Benzinmangels verhüten wird. Dieses Problem zu lösen, ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Kriegswirtschaft. Zur Zeit der Benzinrationierung waren Holzvergaser eine absolute Notwendigkeit. Und heute? Der Verkehr, den wir heute haben, ist viel zu hektisch. Es nimmt sich auch niemand Zeit, um noch Holz aufzubereiten, um dann noch mit dem Holzvergaser rumzufahren. Ja. Das ist wirklich so ein Hobby für Spinner. Halt. Ja. Eben, eine Alternative ist es auf keinen Fall. Nein, es ist wirklich keine Alternative zu normalem Verkehr. Aber es gibt sie, die alternative Anwendung von Holzgas. Zum Beispiel hier in Wila, ganz hinten im zürcherischen Tüstal. Das Pilotprojekt der Firma Woodpower. Gleich neben der Sägerei befindet sich in dieser Scheune eine moderne Holzvergaseranlage. Mit ihr wird Strom und Wärme erzeugt. Betriebsleiter Oliver Bosshardt suchte vor 3 Jahren einen Weg, die Sägereiabfälle weiter zu nutzen. Dabei stieß er auf den Holzvergaser. In der Zwischenzeit ist er von den Sägereiabfällen auf Altholz umgestiegen. Bauholz, alte Möbel, Kücheneinrichtungen. All dies kommt in den Schredder und wird auf die optimale Größe zerkleinert. Gibt es denn genug Holz für euch? Im Moment haben wir einen Altholzüberschuss. Man könnte mit dem Altholz, das energetisch nicht verwertet wird, im Moment könnten wir noch mal etwa 100 so Anlagen aufstellen. Das Altholz füttert den Reaktor. Dieser kommt aus Indien, das in der Nutzung von Holzgas weltweit führend ist. Ja, da sieht man, wie es glüht. Man sieht auch die Flammen, die züngeln. Aber brennen darf es natürlich nicht im Reaktor rein. Jetzt der Reaktor kommt aus Indien. Warum kommt er von dort? Ja, das ist richtig. Der kommt aus Indien. Das heisst, die Basis von dem Reaktor kommt aus Indien, das Grundwissen. Und wir haben den natürlich ausbauen, umbauen und anpassen auf Schweizer Verhältnisse. Natürlich auch vor allem wegen der Umweltrichtlinie. Das ist natürlich ganz anders in Indien. Und auch wegen der Automatisierung. Also in Indien arbeiten auf so einer Anlage etwa 30 Leute und bei uns etwa 2. Denn bei der Firma Woodpower ist der ganze Prozess voll automatisiert. Das im Reaktor gewonnene Gas wird aufwendig gereinigt, gekühlt und gelangt anschließend in den großen Motor, der den Generator antreibt. Ja, das Rechtsteil haben wir da. Ja, das ist ein 12-Zylinder, 36 Liter Gasmotor. Im Normalfall wird der gebraucht, um Erdgas und Biogas zu verbrennen. Und da ist er jetzt modifiziert und umgebaut worden, für eben zum Holzgas zu verbrennen. Und was leistet der? Er leistet 350 bis 400 Kilowatt elektrisch. Das entspricht etwa 600 bis 700 Haushaltungen, die man mit Strom versorgen könnte. Neben Strom erzeugt die Vergasung auch viel Wärme. Mit dieser werden die benachbarten Liegenschaften geheizt. Vor allem aber tonnenweise Holzschnitzel für Schnitzelfeuerungen getrocknet. Warum tun wir die Trechner? Ja, die Schnitzel, wenn sie hier kommen, in den Trechner, haben 60% Holzfeuchtigkeit. Und es ist auch altbekannt, dass man mit Wasser nicht heizen kann. Und durch das, dass wir hier trocknen, tun wir so 15% ab. Und so tun wir die Energie, den Heizwert massiv steigern. Eure Anlage ist auch ein Pilotprojekt. Welche Erkenntnisse haben wir schon gewonnen? Ich denke, die wichtigste oder die Haupterkenntnis ist, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben ist bei dieser Anlage. Wir können sie kommerziell betreiben. Trotzdem wird es aber ein Nischenprodukt bleiben. Aber es ist gleich ein Puzzleteil, um das Energieproblem in der Schweiz zu lösen. Auch ihr profitiert. Holzgas-Nostalgiker Daniel Hagen kommt hier zu einer hochwertigen Tankfüllung. Die Rückfahrt im Holzvergaser-Automobil, eigentlich eine Reise zurück in die Zukunft.